Alright, ein ranziges Hallo. Ja, DayZ Vanilla. Das erste Mal nach dem aktuellen Update, also hier mit neuer Skybox und so. Ich bin gespawnt in Tscherno. Gefällt mir nicht so gut, weil hier ist immer eigentlich relativ viel PvP, zumindest war's immer so. Und looten ist auch ein bisschen schwierig, weil viele Zombies. Ich habe auf jeden Fall eine fucking geile Birne, die wird erstmal reingebirnt. What the fuck? So, kalt ist ihm auch. War ja wieder klar. Was rennt der hier auch mit kurzer Hose rum, ne? Kurz mal in den Bahnhof looten oder was das auch immer sein soll. Hier vielleicht mal kurz durch den Waggon gehen oder was. I don't know. Guck mal hier direkt. Eine gute Jacke gefunden. Sehr nice. Ist vielleicht direkt ein bisschen wärmer. Passt. Ja, springen ist nicht. Okay, klettern auch nicht. Okay, das hier ist kein Bahnhof. Warte mal kurz. Moderat. Oh, sehr gut. Isoliert. Was haben wir hier in diesem wunderbaren Haus? Außer geile Wanderschuhe, Mann. Gar nichts. Wieso nehme ich die Scheißschuhe denn mit? Leberpastete. Da wird direkt gegönnt. Oh, guck mal hier. Shotgun-Munition. Es ist ein Schuss. Dankeschön, DayZ. Dankeschön auch für die ganzen Likes. Und dass die DayZ, ich sag mal in Anführungszeichen, Abenteuer-Videos doch so gut ankommen. Alright, ich habe gar keinen Bock jetzt hier alles durchzulooten, ehrlich gesagt. Das ist mir hier auch ein bisschen zu viel ohne Waffe und so. Demnach denke ich, ich gehe jetzt einfach wieder über die Waggons sozusagen zurück. Und guck mal, dass ich ein bisschen in Richtung Norden zumindest laufe. Also da so lang. Hello. How are you doing? You're good? Alright. Oh, no Mike. Alright. Have a nice day. Bye-bye. Ich mag die City. Die ist ziemlich cool designt, finde ich. Aber naja, wie gesagt, zum Looten ist das jetzt gerade irgendwie nichts, finde ich. Ist ein bisschen zu groß. Dann nehme ich lieber hier immer diese kleinen. Oh, eine Sichel. Fast übersehen. Diese kleinen. Schuppen! Das war das Wort, was ich gesucht habe. Mit. Hauptsache, mein Trinken ist einfach gelb und geht komplett rapide nach unten. Das ist so belastend. Oh, ich habe ein Hühnchen. Und das da ist ein Ledernäset. Das nehme ich mir auf jeden Fall auch mit. Das wird schmecken. Oh yeah. Das heißt gleich, schön Feuerchen machen und erstmal ein Hühnchen grillen. Nice. Ach, scheiße. Jetzt sind die Hände siffig. Ja, ich hoffe, ich finde ein paar Handschuhe. Ansonsten werde ich krank, wenn ich jetzt mit den blutigen Händen etwas esse. Ein Jeansrock. Rock. Jeansrock. Oh yeah. Leider sonst nichts. Okay. Hätte ich auch sparen können, hier wieder hin zu laufen, war ja wieder klar. Eigentlich müsste ich einen Brunnen finden und was trinken. Zuerst. Das wäre halt auch noch echt sinnvoll, aber irgendwie habe ich keinen Bock jetzt. Zombie-Apokalypse, Durst, aber einfach keinen Bock, einen Brunnen zu finden, obwohl man weiß, dass einer irgendwo in der Stadt sein müsste. Ich glaube, die Hochhäuser, die könnte ich mir sparen. Oh, die Skybox ist echt hübsch, die neue, aber ist auch gar nicht hell oder so, die Sonne. Ja, komm, ich laufe ein bisschen. Ich laufe ein bisschen, das passt schon. Ich musste mal ganz kurz hier stehen bleiben und dieses Postkartenpanorama einfangen. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ach, DayZ ist schon schön, dafür, dass das eigentlich so alt ist, ne? Das da dürfte einer dieser neuen Rettungswagen sein. Ich geh mal gucken. Eins, zwei. Okay, zwei Zombies. Das dürfte funktionieren. Spawnt hier Medical Stuff oder was? Sieht nicht so aus, schade eigentlich. Okay. Dann, ich geh mal hier lang weiter. Nee, komm, getriggert jetzt, wirklich. Ja, er trifft instant, weil er einfach schneller ist als sonst irgendwie was. Was machst du denn? Kommst du. Ach so, ja, okay. Ach so. Ja, DayZ halt, ne? Ja, okay. Okay. Das ist so. Ach, dieses Spiel, ey, wirklich. Ich würde gerne so ein Ding fahren, ey. So einen fetten Mähdrescher und dann hier so schön die Zombies alle rein. Aber nee. Wieso sollte DayZ auch Spaß machen? Ach, warte mal, es wird dunkel. Es wird gar nicht Tag, es wird Nacht. Das ist ziemlich beschissen. Ein Dietrich. Ja, immerhin. Ja. Man hört im Hintergrund wild. Aber ich habe leider nichts, um dieses zu erlegen. Das ist sehr schade. Bandana, demoliert. Kann man davon krank werden, wenn man sich das vors Gesicht macht? Denn manchmal wird mein Char krank.
ohne dass ich... Huch, Voice Crack. Denn manchmal wird mein Char krank, ohne dass ich nachvollziehen könnte, warum. Also eigentlich habe ich ja... Eigentlich. echt Spaß an DayZ, aber dieses Volllooten immer, das dauert immer so lange. Das kommt im Video dann natürlich nicht so krass rüber, aber das sind manchmal einfach 3 Stunden aufnehmen für eine Shotgun so. Das größte Problem ist jetzt eigentlich, dass ich meine Hände sauber kriegen muss. Oh, geil, eine Zucchini. Aber die kann ich jetzt, wie gesagt, nicht essen mit den Händen. Ey, meine Aufnahme ist gerade bei 20 Minuten. Mein Char schafft es nicht, nach einer Packung Fleischpastete 20 Minuten von A nach B zu laufen, ohne extrem Hunger zu haben. Wirklich. Und einer Birne. Ich frage mich auch, was das hier für eine Pflanze ist, Mann, so für eine Zimmerpflanze. Seitdem es DayZ gibt, seit 10 Jahren ist die grün. Ich brauche einen verdammten Brunnen. Da liegt eine Waffe auf der Straße. Oh, und da ist der Brunnen. Ja, nee. Okay. Oh, so weit, so gut. Und jetzt nehme ich diese Brille. Und jetzt gehe ich hier so rein. Oh, ein Zielfernrohr. Cool. Erstmal kurz die Zucchini essen. Ich weiß nicht, man, so eine Waffe direkt am Brunnen liegen zu haben, ist... Ja gut, komm, scheiß drauf. Hab ja eh nichts. Ey, was geht ab, du Spaten? So, lass mal gucken jetzt hier. Kann ich da rein zufällig? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich meine, wieso auch? Und hier drin ist eine Pistole. Ist hier was drin? Nein, ist nicht. Oh, nice. Noch eine leckere getrocknete Paprika. Oh, warte mal, das sind Apfelbäume hier, ne? Oh, nice. Sehr geil. Moment, dafür habe ich auch zumindest einen Schuss, falls hier noch keiner drin ist. Nein. Ist da ein Zombie? Ein Zombie draußen? Oh, jo. Oh, moin. Eine blaue Daunenjacke. Gut isoliert. Sehr gut isoliert. Aber blau. Ich glaube, ich nehme die Daunenjacke, ja. Er schläft nur. Ey, wie gut sieht das Spiel aus, ne? Keine Zeit dafür jetzt. Da ist ein Hochsitz. Da gucke ich mal ganz kurz, ob ich da was erkenne. Oh, ein schöner Hut. Ich habe den gleichen, aber in schwarz. Hm. Perfekt. Okay. Handwickel, Gesichtswickel. Alles gut. Nachts erstmal jagen gehen, das macht doch gar keinen Sinn, so eine Scheiße. Die Brille kann ich mal abnehmen, dann ist es wieder ein bisschen heller. Also, ich sehe da irgendwas. Genau da, aber ich weiß nicht, ob das Wild ist. Oder ein Pilz oder einfach nur ein Stück Stock. Das sind Wildschweine. Alright. Ich habe dann gleich zwar wahrscheinlich wieder das Problem mit den dreckigen Händen. Aber vielleicht geht's ja trotzdem. Alright. Oh, für Essen ist auf jeden Fall gesorgt. Junge, ist das dunkel. What? Was sagen meine Hände? Eigentlich ganz gut. Ich sehe super viel. Dann machen wir das einfach immer so jetzt. Oh, nein, da ist Wasser. Oh, Alter. Strom. Strom führt ja wahrscheinlich irgendwann in die City, oder? Und dann laufe ich mal hier entlang. Oh nice, hier ist so ein Bauwagen. Ich habe das hier nur so ganz irgendwie grob sehen können gerade. Ich würde halt auch trotzdem sehr gerne ein Feuer haben, weil es schon echt übelst kalt ist. Außer muss ich das Fleisch mal alles zubereiten hier. Ich werde mich hier einfach ein bisschen aufhalten. Besser ist es. Wo bin ich? So eine Scheiße. Egal. Let's go. Mhm, da hinten kommt, glaube ich, was. Ich könnte hier im Wald schon mal was mitnehmen, ne? Alright, ich habe alles dabei. Ich habe die 22er Munition einfach mal weggeschmissen. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie großartig Erfolg haben werde. Es sei denn, es gibt mittlerweile Eichhörnchen in DayZ oder so. Oh, hier ist eine Straße. Ach, fuck, das ist nur eine Scheune.
Ah, belastend. Egal, vielleicht kommt dahinter gleich irgendwie noch was anderes. Ich würde halt gerne an einem Ofenfeuer machen, damit ich direkt ein bisschen mehr Fleisch zubereiten kann, anstatt jetzt alles immer irgendwie einzeln auf so einen Stock zu stecken und das dann übers Feuer zu halten für 10 Minuten gefühlt. Deswegen, noch geht's mit dem Hunger. Ansonsten mache ich mir, ich glaube, ich mache mir jetzt kurz eins. Ist sowieso, glaube ich, gar nicht verkehrt, jetzt erstmal ein Feuerchen zu machen. Halt einfach, weil es jetzt auch dann direkt schön warm wird. Machen wir mal das hier. So. Kurz warten, bis das Feuer schön heiß ist. Alright, cool. So. Aufgrund dessen, dass jetzt hier gerade diese Giftbombe eingeschlagen ist, brate ich noch ein bisschen mehr Fleisch. Denn wahrscheinlich kommen jetzt hier nicht allzu viele Spieler entlang. Ist das jetzt gerade nur zufällig so gelblich gefärbt oder liegt das jetzt an dieser Giftwolke? Das wäre krass, wenn man das am Himmel sehen könnte. Ich glaube aber nicht, oder? Da ist der Hochstand. Da ist die Scheune. Dann laufe ich hier entlang. Einfach aus einem Bob Ross-Stream, ey. What the fuck? Yo, das ist einfach schon wieder eine verdammte Straße. Und ein Fluss. Habe ich da vielleicht mein Licht reingeworfen? Bin ich im Kreis gelaufen? Ja gut, dann folge ich jetzt der Straße einfach ein bisschen. Junge, einfach wieder, keine Ahnung, 15 Minuten aufgenommen, wie ich hier durch den verdammten Wald laufe. Oh Mann. Leider keine Munition für das Ding. Einfach den zweiten Repeater. Warte mal, meiner ist demoliert, der andere ist nur beschädigt. Dann nehme ich natürlich den beschädigten. Noch nicht wirklich was, aber immerhin noch einen Repeater gefunden. Der ist nur abgenutzt. Oh, da liegt was auf dem Scheißhaus. Könnte ein Nashead sein. Ist es sogar. Deer Stand. Immer mitnehmen. Eventuell 357. Oder eine Waffe, auf die das Scope passt. Munition, die ich nicht brauche. 35? 35, okay, ist wohl die gleiche, wa? Makellos. Makellos. Mein Messer ist demoliert, merke ich gerade. Könnte ich das eigentlich jetzt auch mit dem Schleifstein wieder hinkriegen? Vielleicht. Aber ich habe ja eh keinen. Oh, da war gerade irgendwo ein Schuss in der Ferne. Super weit weg. Kurz mal ein bisschen stärken. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre Livonia, also die Map Livonia, ein bisschen militärischer. Mal eben kurz eine Runde DayZ. Geht einfach nicht. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Unfassbar. So. Ich bin da. Und hier ist ein Ofen. Sehr nice. Gibt's hier nur diese eine Tür? Scheint so. Das Bandana hier. Ich war hier schon mal, oder? Bin ich so krass im Kreis gelaufen? War ich hier schon? Könnte gut sein. Das Bandana kommt mir so bekannt vor. Na komm, Ofen. Wo ist der Triggerpunkt? Aha, da war er. Dann gib mal her das gute Zeug. Dann hau ich mal das Fett hier drauf. Mir ist auf jeden Fall jetzt sehr warm mit dem ganzen Scheiß hier drin. Ich müsste auf jeden Fall gleich nochmal wieder was zu finden. Genau, was zu trinken finden. Weil die ganze Zeit nur das Wasser zu kriegen von dem Essen, was ich esse, ist auch nicht so geil. Also ein Brunnen wäre optimal, eine Dose Sprite oder wie es auch immer hier heißt, ist auch akzeptabel, ne? Yes. Ich würde ja hier was trinken. Aber ja, ich könnte die Chlortabletten in den Tümpel hier reinwerfen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich habe auch leider nichts. Gibt es eigentlich Splash-Effekte in DayZ? So nach 100 Jahren Entwicklungszeit? Nö. Oh, doch? Naja, immerhin, das Geräusch war da. Nee, oder? Warte mal. Nee, hier ist kein Strommast. Das kann nicht der gleiche Bauwagen sein. Hier ist ein Deerstand. War da vorher auch ein Deerstand? Nee, komm. Alter, ich bin absolut lost gerade.
Ich meine, ich kenne Tschernaros eigentlich super. Aber nicht, wenn ich mich, wie gesagt, nachts mitten im Wald zweimal um meine eigene Achse drehe. Das war sehr dumm. Mist, da ist Strom. Ist es doch der Wagen? Och nö. Das sind die Hochhäuser. Oh nee. Ich bin einfach in eine voll falsche Richtung gelatscht, Mann. So eine Scheiße. Wir haben im Übrigen 5:30 morgens, deutsche Zeit. Nur mal so nebenbei. Ich habe einfach nichts Besseres zu tun, als in DayZ im Kreis zu laufen. Ein Kompass wäre halt echt nice. Ich esse noch einen Steak hier, Alter. Okay, eigentlich wollte ich hier nicht looten, aber hier ist eine Police Station. Ey, DayZ verarscht einen wirklich immer. Du gehst von den Zombies weg und sie drehen sich zu dir, Mann. Ohne Magazin, wa? Alle Türen zu, das ist super. Komisch. Wo ist mein Messer? Oh cool, ein Waffenpflegeset. Tja, das war's. Scheiße. Oh geil, verpackte... Übrigens, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so klingt, ich habe wirklich Spaß an diesem Survival-Gedöns gerade. Es ist halt nur sehr anstrengend, tatsächlich, das Ganze aufzunehmen und so. Aber in einer guten Art und Weise anstrengend, sag ich mal. Ich hoffe, euch gefällt es auch genauso gut wie mir. Ich kann das jetzt natürlich nicht so frequentiert bringen wie, keine Ahnung, ein einfaches Battlefield-Video oder sowas, aber... Ja, wie gesagt, es macht schon Spaß, aber braucht dann halt hin und wieder so eine Zeit. Und ich will halt immer gucken, dass dann auch noch irgendwie was abgeht oder so, ne? Zumindest Military-Zone mal gelootet oder so, mit ein paar Waffen wieder weg. Aber selbst wenn mal nichts geht, würde ich es halt trotzdem gerne hochladen und dementsprechend euch jetzt mal fragen, ist es okay, auch wenn in so einer Folge nichts passiert und ich einfach nur vor mich hin survival? Ist das in Ordnung, wenn ich das dann auch hochlade? Besser als gar nichts, so? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wäre halt sonst super schade, keine Ahnung, 3 Stunden Gameplay-Material einfach wegzuschmeißen, so. Deswegen die Frage. Gut, das hier ist mein letztes Stück Fleisch. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall gleich nochmal ein Feuerchen machen. Aber erst gehe ich mal dort hoch und guck mal genau, wo ich bin. Als ob mir das was bringt und ich es dann wüsste, aber ich tue einfach so. Genau vor mir ist ein Hirsch. Ich hätte aber auf jeden Fall noch was zu essen. Okay, muss nicht sein. Wunderschöne Tiere. So. Ich bin nicht in Elektro. Ah ja. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich bin. Das Ding ist allerdings, ich müsste was zu trinken looten. Oder einen Brunnen finden oder so. Weil mein Trinken schon ziemlich krass nach unten geht. Das ist nicht so geil. Auf jeden Fall sind Zombies in der... Alter, diese Vögel, Mann. Auf jeden Fall sind Zombies in der Stadt. Schön vorsichtig hier. Oh, Mann. Überall verdammte Zombies. Oh. Shit. Kein Bock, einen Zombie zu triggern. Gar keinen Bock. Jo, alles klar. Okay. Raste halt komplett aus. Ist in Ordnung. Oh, Mann, ey. Hast du vielleicht wenigstens was zu trinken dabei? Ah, jetzt kann ich auch in die Stadt reinrennen. Wenn da jetzt ein Spieler ist, der hat das eh gehört, dann ist auch egal. Nirgendwo ein scheiß Brunnen hier. Ja, komm, den nächsten Zombie getriggert, oder? Oh Mann. Der Server ist im Übrigen halb voll. Oder war er zumindest, als ich connected bin vor, keine Ahnung, Mann, 5 Stunden oder so. Immer wenn er da ist, abchecken. Der Deer Stand. So, kann schon bald nicht mehr reden. Ach, guck. Schrotmunition. Danke. Oh, scheiße, mein Fleisch ist verdorben. Fuck. Ja, gut, dass ich jetzt Schrotmunition zum Jagen gefunden habe. Ist das immer noch nur die Antenne, der Antennenturm hier, oder ist das auch mittlerweile Military-Gebiet hier? Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal hier war. Riesengroß kommt das rüber, ne? Vor allen Dingen auch halt in DayZ, das ist halt... Junge. Okay. Dann gucke ich mich mal um.
Ah ja, so ein bisschen Military ist ja schon dabei. Kenne ich das Gebäude schon? Also hier? Keine Ahnung. Okay. Na dann. Scheiße, was hier so ein verdammter Loch. Ein verdammtes Loch im Zaun. Im Ernst jetzt, Alter? Ja, ey, also. Überall in DayZ sind die Zäune kaputt. Hier nicht. Bin gleich einmal rumgerannt. Oh, fuck. Nee, komm. Instant Rip. Eine Notfackel. Das hat sich gelohnt. Und ja, man kann durch das Glas schlagen. Top. Das war's. Jo, es wäre echt nice, wenn jetzt hier so ein bisschen was liegen würde, Mann. Oh ja, cool. Ein Stück von der AK nehme ich gern. Oh hey, immerhin ein neues Messer. Da beschwere ich mich ja schon mal nicht, ne? Und die Weste, die nehme ich auch sehr gerne. Denn ich brauche auf jeden Fall aktuell Slots. An die Weste könnte ich die Ergänzungstaschen auch sogar mit dran packen. Zack. Ergänzungstasche dran, let's go. Nice. Aber auch wieder ohne Munition. Und die letzte Tür. Bitte eine M4 mit zwei Magazinen. Oder auch nicht. Mist. Zack. Direkt komplett gegessen. Ach scheiße, warte mal, hab ich... Ja, so viel zum Thema 9x19 reinladen. Ich habe gar kein Magazin dafür. Hat sich mehr oder weniger gelohnt. Also, es hat sich ein bisschen gelohnt. Alleine dafür, dass die Zombies hier so liegen, hat es sich schon gelohnt. Alright. Na dann. Tschüss. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum die Zombies immer so extrem sein müssen, Alter. Oh, mein Jacke hat ganz schön was abbekommen, wa? Ich hab noch gegen den Zombie kämpfen müssen. Das flick ich doch direkt mal. Was hab ich denn jetzt gemacht für eine dumme Scheiße? Ach, das ist eine Jacke, ich Idiot. Ja, Junge. Oh, guten Morgen, ey. Es wird früh, spät, wie auch immer, beides. Ja, ist jetzt so die Frage, werde ich jetzt... jagen, das hat sich glaube ich gerade erledigt. Oder werde ich weiter gucken, dass ich irgendwie Military Loot auftreiben kann? Ich denke, Military Loot auftreiben. Nee, oder? Oh, nicht Regen, Alter. Kein Bock wieder auf krank. Ab in den Bauwagen dort, ey. Oh, nee, jetzt auch noch auf den Regen warten. Gar keinen Bock. So, es ist wieder hell. Es ist auch der nächste Tag, also der nächste Aufnahmetag. Da war ich jetzt gestern noch looten. Und jetzt geht es weiter. So. Mal gucken, wohin die Reise weitergeht. Was ist das denn? Ein Bauernhof. Nö. Ah, jo, da kommt Military Gedöns. Nice. Ist zwar was Kleines, aber besser als gar nichts. Bestimmt mehr als da oben bei der Antenne. Turm, Antennenturm, Dings. Rakete. Let's go. Never love your loot. Einfach rein. Okay, vielleicht never love your loot, aber wasten muss ja auch nicht sein, ne? Ich meine, ich habe immerhin 4 Stunden aufgenommen oder so. Das ist ja nur so eine kleine Straßensperre hier. Bestimmt doch nicht mehr als an der Rakete zu finden. Oh, cool. Die Stiefel nehme ich schon mal gerne. Komisch, dass hier kein einziger Zombie ist. Oh, cool. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Stückchen M4 gefunden. Das ist schon mal gut. Fehlt nicht mehr viel. Ich gehe mal hier auf Shotgun hier drin. Granate. Ist nice. Oh, der Server reagiert aber ein bisschen träge gerade. Ja, Munition, danke. Uiuiui. Das ist locker eine Sekunde Latenz. Vanilla Loot ist echt krass geil, ey. Muss ich schon sagen. Ist der Hammer. Und ist hier noch drin, außer gar nichts? Ach, noch mehr von gar nichts. Ja, lass ich liegen. Brauche ich nicht. Gar nichts habe ich genug. Eine Sekunde Latenz, das muss erstmal mit einberechnet werden in den Schuss. Deswegen laufe ich jetzt einfach hier. Ist mir egal. Cool. Weit und breit nichts. Oh, Deer Stand. Yeah. Oh Gott. Der Server. So, ich zieh. Alter, ich zieh rein. Jetzt so und jetzt flicken.
Zack, die andere Hose wird direkt weiterverarbeitet zu Stofffetzen. Ob sich das lohnt, da zu looten? Ich weiß es ja nicht, ne? Okay. Oh nice, da sind Pfirsiche drin, ich glaub's ja nicht. Wie cool ist das denn? Warte mal, 42? 35, ja, das lohnt sich schon. Absolut lecker. Boah, das wollte ich schon immer mal. Ein langes Rohr in der Hand haben. Das muss ich einmal testen, wie sich das so anfühlt. Aha. Krass, Alter. Stellt euch mal einen DayZ vor, in dem man da drauf schießen könnte und das ganze Haus ist weg. Das wäre mal ein krasses Engine-Update. Aber sowas wird wahrscheinlich niemals funktionieren in DayZ. Und wenn doch, dann wäre es echt krass. Was denn das denn für ein Sumpfgebiet hier, ey? Das ist voll schön hier. Das hier wäre ein geiles Base-Gebiet. Krass. Mit der Brücke da im Hintergrund und so kann man sich schön als Sniper positionieren. Cool. Boah, hier ist ja keine Helmpflicht, von daher lasse ich das fliegen, ne? Ich merke wirklich immer wieder, wie lange ich einfach kein Chernobyl gespielt habe. So eine geile Map. Ich habe auf... Ja. Achtung, ich mach mal... Ich gucke mal durchs Fernrohr. Nö, dauert gar nicht lange. Ah. Das sind so kleine... Ich nenne die immer Jagdhütten, wa? Na, dann schauen wir doch mal. Okay, hier stehen auf jeden Fall noch Zombies. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, Munition direkt. 762, nice. Boah, ein Fernglas. Wie geil ist das denn? Tja, leider keine Munition für das Ding. Aber, immerhin, eine Longhorn. Hm, sehr gut isoliert. Die auch. Aber, die hat halt eine bessere Farbe, ne? Dann, also eine... Was heißt bessere Farbe? Eine Farbe, die besser getarnt ist. 308er, das ist doch fürs Longhorn, oder? So. Norden. Die Richtung. Ja gut, bin ich doch gar nicht so scheiße gelaufen. Nur ein bisschen scheiße. Oh, warte mal, beide sind makellos. Shit. Das heißt nur, das Scope war kaputt, ja? Ja, gut. Dann war es das auch wieder mit dieser Ortschaft. Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen weiter in den Norden. Immerhin habe ich jetzt einen Kompass gefunden. Oh, shit. Regen. Natürlich. Ja, ich brauche einen Unterschlupf. Erstmal lecker was trinken. So, dann gehen wir mal weiter. Bisschen ausgeruht, bisschen was getrunken, bisschen die Sachen getrocknet. Weiter geht's. Let's go. Nee, ich bin jetzt nicht zur Map-Grenze gelaufen. Nee, ey, komm. Ach, komm. Oh nee, Alter. Ja, cool. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, in welche Richtung ich nicht weiterlaufen sollte. In diese dort. Das gibt's doch nicht, Alter. Okay. Eine Bison. Aber ohne Magazin. Dafür mit einem Schalldämpfer. Vielleicht finde ich ja hier auch sogar noch ein Magazin. 380. Kann eine reinladen hier. Cool. Piu, piu. Ich meine, besser als keine reinzuladen. Immerhin kann ich mit der Bison jetzt gleich die Zombies hier ausschalten. Aufgrund dessen, dass sie schallgedämpft ist. Oh, Junge, ich kann kotzen. Wie konnte ich das denn verkacken, Alter? Oh. Schön leise die Zombies ausschalten. Oh Mann. Hauptsache einfach komplett daneben geballert, Mann. Scheiße. Oh fuck, fuck, fuck. Aua. Ha. Ha. Noch einer, Alter. Alright, hier ist der Nachfahrton Ranzi. Zu guter Letzt ist auch noch meine Aufnahme abgekackt. Warum auch immer. Das heißt, ich habe einfach 5 Stunden, 6 Stunden oder was DayZ aufgenommen für gar nichts. Das in Anführungszeichen Gute daran ist, hiernach ist auch nicht mehr wirklich was passiert. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Ich wollte jetzt nicht diese 6 Stunden Aufnahme wegschmeißen und einfach trotzdem schneiden und hochladen, weil ich denke, es ist auch mal lustig zu sehen, wenn mal absolut alles schief läuft. Nun kommen wir also zum Standard-Blabla am Ende des Videos. Über ein Like freue ich mich natürlich, genauso wie der Algorithmus. Und Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.